das? Was war das für ein Schrei? Das ist sicher schrecklich. Da muss was passiert sein. Wo kommt denn das her? Hier drüben, vom Hofgarten. Komm, lass uns mal nachsehen. Wo ist unser Wagen? Da drüben, komm. Schalten Sie mal das Fernlicht an, da auf dem Pavillon zu. Sie, sagen Sie doch was. Geben Sie sich keine Mühe, die ist tot. Gut, sicher umgebracht. Umgebracht? Also wenn das ein Mord ist, dann muss der Mörder hier noch irgendwo in der Gegend sein. Sie kommt die Polizei. Eine junge Frau, Messerstich in den Rücken, mitten ins Herz. Es haben Sie aber eine Menge Leute schreien hören. Danke. Wann ist das passiert? Ziemlich genau um 10 Uhr. Täter hat natürlich niemand gesehen. Nein, wie vom Erdboden verschwunden. Was ist das für ein Mädchen? Irene Maurer heißt sie. Noch sehr jung, was? Ja, 20. Nein, 21. Hatte vorige Woche Geburtstag. Wo wohnt sie? Wenn die Adresse hier drin stimmt, Lindwurmstraße. Machen Sie mal auf. Verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei. Das können Sie sich sparen. Ich bin selber von der Polizei. In diesem Hause wohnt ein junges Mädchen, Irene Maurer. Öffnen Sie mal die Haustür. Ja, wer sind Sie denn? Oberinspektor Derrick, Mordkommission. Mordkommission? Ja. Zu Maurer wollen Sie? Ist denn da was passiert? Wo wohnt das junge Mädchen? Da oben, im ersten Stock. Moment mal. Wohnt sie allein da oder hat sie Familie? Nein, bei ihren Eltern. Lassen Sie mich jetzt allein. Ja, aber was ist denn passiert? Bitte gehen Sie wieder ins Bett, ja? Danke schön. Ja. Vielen Dank. Guten Abend. Herr Maurer? Ja? Kriminalpolizei. Sie wollen zu uns? Ja, Sie haben meine Tochter, Irene. Ja. Darf ich hereinkommen? Danke. Ihre Tochter ist tot. Handelt es sich wirklich um meine Tochter? Sie ist ermordet worden. Was ist denn los? Bitte geh ins Bett, ich hab was zu besprechen. Ich sag dir dann alles. Na bitte, geh schon. Du hast etwas zu besprechen, Nacht? Ja, komm, geh ins Bett, ich sag dir dann alles. Meine Frau, ich muss den Hausarzt anrufen. Ja. Ich kann es meiner Frau nur sagen, wenn der Arzt dabei ist.
Maurer hier. Maurer. Dr. Hirtl. Können Sie bitte gleich mal kommen? Meine Tochter ist... Ich muss meiner Frau mitteilen, dass meine Tochter tot ist. Ich möchte, dass Sie dabei sind, ja? Danke. Er kommt. Der Doktor hat meine Tochter zur Welt gebracht. Ermordet? Tja, sie wurde erstochen im Hofgarten. Es gibt keinen Hinweis auf den Täter. Niemand hat ihn gesehen. Keine Zeugen, keine Augenzeugen. Wissen Sie, was Ihre Tochter um diese Zeit im Hofgarten gewollt hat? Ich weiß es nicht. Im Moment wohnt meine Tochter nicht hier. Die wohnt bei einem Bekannten. Wollen Sie mir den Namen sagen? Der Mann heißt Limbach. Ich kann Ihnen seine Telefonnummer geben. Was ist das für ein Mann? Was macht er beruflich? Ich meine, in welcher Beziehung steht er zu Ihrer Tochter? Er ist der Liebhaber von meiner Tochter. Und vom Beruf, glaube ich, ist er Kaufmann. Und wie lange wohnt Ihre Tochter bei ihm? Ein halbes Jahr. Haben Sie Streit mit Ihrer Tochter? Nein. Das ist ein fremdes Wort für uns. Streit mit meiner Tochter, das ist ganz und gar unmöglich. In Sorge, ja, immer. Sie ist sehr labil. Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen? Sie war die letzte Zeit nicht hier. Nicht einmal zu ihrem Geburtstag, aber... Sie hat telefoniert mit meiner Frau letzte Woche. Kein Hinweis auf den Hofgarten, wenn Sie danach fragen wollten. Der Arzt ist da. Hallo, wer ist denn da? Herr Limbach. Ja, was ist? Oberinspektor Derrick, Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal sprechen? Wissen Sie, wie spät es ist? Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Irene Maurer ist ermordet worden. Irene ist ermordet worden? Mann, was sagen Sie mir denn da für Sachen? Kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich doch. Erlauben Sie, dass ich mich anziehe. Also los. Was ist passiert? Irene Maurer ist heute Abend gegen 22 Uhr im Hofgarten erstochen worden. Von wem? Der Täter ist unbekannt. Man, die 100 Leute haben ihren Schrei gehört, aber niemand, der den Täter gesehen hat. Warum kommen Sie zu mir? Warum wecken Sie mich auf? Ich war bei Irenes Eltern. Der Vater sagte mir, Irene sei ihre Geliebte gewesen. Sie habe hier gewohnt. Der Mann ist nicht ganz unterrichtet. Irene hat mal hier gewohnt. Aber das ist schon lange her. Wie lange? Ungefähr 2-3 Monate. Ich will es nicht ungefähr wissen, ich will es genau wissen. Ja, dann müsste ich überlegen. Na, überlegen Sie mal. Vor 2 Monaten verließ sie diese Wohnung. Wie lange hat sie hier gewohnt? Vierteljahr. Warum ist sie ausgezogen? Aus privaten Gründen. Tut mir leid, das genügt mir nicht. Ja, ist es eine Vernehmung? Ja, es ist eine. Hören Sie, ich habe den Mord an einem jungen Mädchen aufzuklären, das ihre geliebte Mann hier gewohnt hat. Ich wiederhole jetzt meine Frage. Warum ist sie ausgezogen? Weil es aus war mit der Liebe. Hören Sie, Ihr Ton gefällt mir nicht. Da haben Sie recht, der gefällt mir oft selbst nicht. Wo ist sie hingezogen? Naja, irgendwo muss sie ja gewohnt haben, nicht wahr? Das wissen Sie nicht? Keine Ahnung. Darf ich mir mal Ihre Wohnung ansehen?
Haben Sie ein Recht dazu? Und was wollen Sie sehen? Erlauben Sie es, ja oder nein? Kann ich es verweigern? Ja, natürlich. Aber das wäre wohl nicht besonders gut, wie? Nein, das wäre nicht besonders gut. Bitte? Öffnen Sie mal den Schrank, bitte. Bitte? Die Kleider? Die... Ich habe sie ihr gekauft. Geschenkt. Sie hat sie hängen lassen. Ah. Sie ist also im Streit gegangen. Ein bisschen Streit gibt's doch bei jeder Trennung. Doch nichts Besonderes, oder? Darf ich mal das Bad sehen? Bitte. Im Augenblick haben Sie keine Freundin, was? Im Augenblick lebe ich in diesem Punkt à la carte. Sind Sie verheiratet? Nicht mehr. Warum sind Sie geschieden? Die Ehe war mir zu unbequem. Was für einen Beruf haben Sie? Ich habe ein Reisebüro. Flugreisen. Nahe Osten, Afrika. Welchen Beruf hat Irene Maurer? Sie war Dolmetscherin. Englisch und Spanisch, glaube ich. War sie in einer festen Anstellung? Nein, jedenfalls nicht, dass sie bei mir wohnt. Wo haben Sie Irene Maurer kennengelernt? In Afrika, in der Serengeti. Sie machte eine Safari mit ihrem Freund. Ihr Wagen hatte eine Panne und ich habe ihnen geholfen. Ein Freund? Ja. Er ist noch da unten. In Afrika oder Griechenland. Das ist ein Typ, der ständig unterwegs ist. Wie heißt er? Bondek. Gerhard Bondek. Und haben Sie... Haben Sie ihm die Freundin ausgespannt? Mann, Sie entwickeln ja Fantasie. Ja, richtig. Sie erschien plötzlich in Nairobi am Flugplatz und sagte, ich fliege mit. Ja. Ja, dann erzählen Sie mir mal, wo Sie heute Abend waren. Ich war die ganze Zeit hier. Gibt es einen Zeugen, eine Zeugin dafür? Nein. Kein Telefongespräch, das Sie entgegengenommen haben? Nein. Niemand hat mich angerufen. Ich meine, jedenfalls fällt mir im Moment keiner ein. Was bin ich eigentlich für Sie? Ein Verdächtiger? Hören Sie, alle meine Fragen dienen nur dazu, Sie aus dem Kreise der Verdächtigen auszuschließen. Ja, dann tun Sie das bitte auch. Hören Sie, ich habe Frauen sehr gern, aber ich bringe es nicht um. Ich liebe Sie. Sie wohnen eine Weile hier und dann schicke ich Sie zum Teufel. Aber nicht mit dem Messer. Jetzt bist du enttäuscht, was? Nein, aber die Beziehung zwischen ihm und dem jungen Mädchen, die war ziemlich, na, sagen wir es ruhig, sie war etwas obskur. Und außerdem hat der Mann kein Alibi. Du magst ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ja, bitte. Herr Maurer. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen denn? Danke. Kommen Sie. Meine Frau. Ich weiß nicht, wie sie das überlebt. Wissen Sie schon näher? Nein, tut mir leid, nein. Warum ich gekommen bin. Meine Tochter hatte einen sehr guten Freund, bevor sie zu diesem Liebhaber gezogen ist. Der Mann heißt Bondek. Ja, den Namen habe ich gestern Nacht schon gehört, von Limbach. Ich habe versucht, den Bondek zu erreichen. Wissen Sie, er kannte nämlich Irene sehr gut, besser als wir Eltern sie gekannt haben. Ich habe den Hafen von Antibes angerufen, den Hafenmeister. Herr Bondek hat da ein Segelboot und den Liegeplatz. Der Hafenmeister hat mir gesagt, die Antares, so heißt das Boot, danke, sei nicht im Hafen, werde aber erwartet. Ich habe ausrichten lassen, Herr Bondek möchte mich sofort anrufen und eben hat er es getan. Er will hier kommen. Er ruft Sie auch noch an. Ich wollte dich noch zur Apotheke. Ja, herzlichen Dank, Herr Maurer. Sie haben uns sehr geholfen. Herr Maurer, ich rufe Sie dann an, nicht wahr? Ja, hallo? Ja? Ja, Moment mal bitte. Bondek aus Antibes.
früh, das geht aber flott, ne? Oberinspektor Derrick, ja? Ja, mein Name ist Bondek. Guten Tag. Sagen Sie, Herr Maurer hat Sie verständigt? Ja, hat uns gerade informiert, ja. Ja, ich habe von ihm erfahren, was passiert ist. Ich habe schon einen Flug gebucht. Ich werde so gegen 13 Uhr in München sein. Kann ich dann gleich zu Ihnen kommen? Selbstverständlich, ja. Wissen Sie, ich habe Irene Maurer sehr gut gekannt und ja, ein persönliches Interesse daran, dass der Fall aufgeklärt, der Mörder gefunden wird. Oder haben Sie ihn schon? Nein, wir haben ihn noch nicht. Möchte Sie jetzt schon hinweisen auf einen gewissen Limbach? Ah ja, den Namen habe ich gestern Nacht schon gehört, ja? Darf ich Sie das fragen? Bitte? Hat der Mann ein Alibi? Moment mal. Ah ja, Sie kommen von Nizza. 13.30 Uhr, nicht wahr? Ja, richtig, genau. Ja, ich hole Sie dann am Flughafen ab, wenn es meine Zeit erlaubt. Vielleicht treffen wir uns an der Information. Gut, mache ich. Besten Dank. Wiederhören. Die, wieso ist denn ab? Da kann sie doch ein Taxi nehmen. Hier sind die Tatortfotos. Und die Unterlagen über Limbach. Danke. Limbach. Reisebüro. Ich könnte hier nicht parken. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn ich hier nicht parken darf, dann steigt die Quote der ungelösten Fälle. Was für Fälle sind es denn? Mordfälle. Sie haben gewonnen. Danke. Aber ich stecke Ihnen trotzdem meinen Zettel dran. Absolut in Ordnung. Sonst steigen meine ungelösten Fälle. Schön. Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Ist Herr Limbach da? Wir beraten Sie genauso gern. Ja, das glaube ich Ihnen, aber in diesem Fall können Sie mir kaum helfen. Ich melde Sie an. Wie ist Ihr Name? Derrick. Ja? Herr Derrick. Sie? Guten Tag. Es tut mir leid, wenn ich Sie störe. Ich habe Sie fast erwartet. Haben Sie. Ich hätte darauf gewettet, dass die gespenstische Szene von gestern Nacht eine Fortsetzung findet. Was sie gespenst ist. Sie sind gut. Für Sie bin ich doch der Mörder. Nein, nicht doch. Nur ein möglicher Mörder. Ich möchte mir gerne ein genaueres Bild von Ihnen machen. Ja. Wie wollen Sie das bekommen? Wollen Sie meine Mitarbeiterin befragen, wer ich bin? Was sicher nicht uninteressant wäre. Nein, haben Sie nicht ein persönliches Notizbuch mit Namen, Adresse und Telefonnummer? Ja, natürlich habe ich so etwas. Darf ich das mal sehen? Was ist denn daran so interessant? Geben Sie es mal her, ja? Eine ungewöhnliche Methode. Ja, aber glauben Sie mir, es ist nicht schlecht. Aber es ist Zeitverschwendung. Sie verschwenden Ihre Zeit und meine. Gut, fangen wir mal von vorn an. Adelheid. Freundin von früher. Gibt's sie noch? Nein, die gibt es nicht mehr. Abershoff? Den gibt's noch. Mein Friseur. Ambach? Mein Steuerberater. Augen, ne? Ein Waffengeschäft. Sind Sie Jäger? Ich habe in Afrika auch gejagt. Dann haben Sie auch ein Jagdmesser. Ja, auch ein Jagdmesser. Das werden Sie ja nicht in Afrika gelassen haben. Wo ist es? Sie werden sich wundern. Ich habe es dort gelassen. Ich habe die Jagd aufgegeben. Bitte weiter. Asla, Carla. Eine Filmschauspielerin, die ich kenne, die mir bekannt ist. Ist der Chef schon frei? Immer noch nicht. Verzeihung, Herr Limbach kann im Augenblick nicht gestört werden. Rufen Sie noch mal an. Ich habe Hunger. Ich auch. So. Sind wir jetzt durch? Ja, wir sind durch. Kann ich das Notizbuch für einen Tag behalten? Ja, wozu? Wollen Sie feststellen, ob ich etwas ausradiert habe? Also, Sie bekommen es morgen zurück. Danke. Ja, Sie sind zweimal vorbestraft, wegen Körperverletzung. Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie damit ankommen. Also einmal, da haben Sie einen Kellner zusammengeschlagen, nur weil er Sie nicht schnell genug bedient hat. Und dann haben Sie eine Frau misshandelt. Sie haben den Kiefer zerschlagen. Es war Ihre eigene Frau. Das ist doch sicher was auf Ihre Mühlen. Hören Sie,
Ich möchte Ihnen gerne erzählen, was da vorausgegangen ist. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zum Flughafen. Gerhard Bondek abholen. Bondek kommt her? Was will denn der hier? Ich nehme an, er will bei der Beerdigung dabei sein. Da können Sie sich freuen, da kriegen Sie jetzt Verstärkung. Der hält mich doch auch für den letzten Dreck. So. Aus welchem Grunde der? Mein Name ist Bondek. Derek. Entschuldigen Sie, ich bin ziemlich kaputt. Bin die ganze Nacht gesegelt, habe Charter gestern an Bord gehabt, die ihr Flugzeug heute kriegen musste. Wann haben Sie den Anruf von Maurer bekommen? Ja, wir haben so gegen 7 haben wir festgemacht und kurz vor 8 hörte ich vom Hafenmeister, dass er Maurer angerufen hat. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Und danke, ich habe Kaffee literweise im Flugzeug getrunken. Was mit Limbach? Hat er gestanden? Dieser Mann ist der Mörder, ohne jeden Zweifel. Dann haben Sie den Beweis, der mir noch fehlt. Ich habe Briefe von Irene, aus denen hervorgeht, dass nur dieser Mann als Täter in Frage kommen kann. Na fein. Dann kämen wir ja vorwärts. Willi? Ja? Ich habe hier das persönliche Notizbuch von Limbach. Ich möchte gerne, dass es fotokopiert wird. Ja, gut, mal. Danke sehr. So, kommen Sie. Harry, das ist Herr Bondek. Und das ist Inspektor Kleist. Tag. Sagen Sie, das persönliche Notizbuch von Limbach? Bitte? Ja, ich meine mit allen Namen, Adressen, Telefonnummern. Ja. Ja, wie ich Ihnen schon sagte, Irene hat mir geschrieben. Hier ist die Absender. Irene Maurer bei Asler, Wilhelm Diesweg 88, München 80. Jetzt wissen wir ja endlich, wo sie gewohnt hat. Wer ist das, Asler? Wissen Sie es? Eine Filmschauspielerin. Haben Sie den Namen nie gehört? Nein. Ja, ist keine sehr gute Schauspielerin, hat er. Eine tolle Figur. Die Figur ist, glaube ich, ihr Talent. Darf ich den Brief mal sehen? Es ist ein sehr persönlicher Brief. Ich bin völlig entmutigt, weil ich mich in einer Weise entfernt habe, die es mir nicht erlaubt, zu dir zurückzukehren. Ich habe meinen Mittelpunkt verloren. Jeder neue Tag erschreckt mich. Der Brief ist unterschrieben mit Shiva. So habe ich sie genannt. Nach einer Gepardin. Wir waren ja 2 Jahre zusammen in Afrika. Stefan, sind da irgendwelche neuen Informationen drin? Keine direkten. Was ist mit dir passiert? Irgendetwas muss mit dir passiert sein. Was? Kann man es besser sagen, dass sie das gemacht hat? Sie sagt, sie hat ihren Mittelpunkt verloren. Tut mir leid, ist mir zu allgemein. Was kann einem Menschen Schlimmeres passieren? Sieht das die? Ja. Darf ich? Bitte. Das sind Fotos vom Umkreis des Tatortes. Wo ist das? Vor der Residenz. Diese Leute sind so feierlich angezogen wie zur Oper. Es war ein Empfang. Und keiner hat Limbach gesehen? Keiner. Was werden Sie jetzt tun? Tja, ich fahre jetzt zu Carla Asler. Kommen Sie mit? Wir haben Limbach in Afrika kennengelernt. Er sah Irene und wollte sie gleich haben, vom ersten Augenblick an. Da macht er auch gar keinen Hehl draus. Er sagte, na, wollen Sie Ihren Freund da nicht laufen lassen und mich nehmen? Für ihn war das eine Art
Gesellschaftsspiel. Ein Spaß, der kein Spaß war. Und Irene? Irene? Ja, ich könnte nicht sagen, dass sie leichtfertig war. Wie soll ich das sagen? Neugierig. Hansi, wann war denn das? Wann ist sie dazu hingezogen? Das sind jetzt 5 Monate her. Guten Tag. Sind Sie Hausmeister hier in dem Haus? Ja. Wir möchten zu Frau Assler. Zur Frau Assler? Die Frau Assler ist schon seit einer Woche nicht mehr da. Mhm. Die ist zu Filmaufnahmen. Die macht doch einen Film. Bei ihr wohnt ein junges Mädchen, Irene Maurer. Ist denn der Name bekannt? Ich kenne da keine Namen. Ja, die muss hier seit 2 Monaten wohnen. Ob da noch jemand wohnt bei dir? Keine Ahnung. Da geht's ja zu wie in einen Daumenschlag. So. Das ist ja eine irrsinnig hübsche Person. Da ist immer was los. Mhm. Wissen Sie, wie man Frau Assler erreichen kann? Ja, sie hat mir eine Telefonnummer gegeben. Mhm. Aber ob Sie die an Apparat kriegen, die dreht doch. Außenaufnahmen hat sie. Na ja, irgendwo im Gebirge. Ruf sie an. Ende. Wir fahren jetzt zu ihm. Wollen Sie das? Unbedingt. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Limbach ist zum Essen gegangen. Was denn um diese Zeit noch? Ja, aber Sie haben doch alles durcheinander gebracht. Unseren ganzen Zeitplan. Ja, das tut mir auch sehr leid. Wo geht er denn hin zum Essen? Ich glaube, Sie erreichen ihn zu Hause. Oh, der ist zu Hause. Danke. Bondek. Hallo, Limbach. Ich habe schon gehört, dass du herkommst. Bist du geflogen? Aus Nizza. Vor ein paar Stunden angekommen. Das ist eine irrsinnige Geschichte, was? Wann hast du es gehört? Heute Morgen. 8. Irenes Vater hat mich angerufen. Mein erster Gedanke war dann, jetzt hat er sie umgebracht. Wen meinst du? Dich meine ich. Ja, bist du verrückt? Ich hab doch Irene nicht umgebracht. Komm doch zu dir, Mann. Du weißt doch gar nicht, was du redest. Komm, setzen wir uns doch erstmal. Darf ich was zum Trinken anbieten? Nein, danke. Komm, setz dich. Danke, steh lieber. Um jemanden so zu belasten, muss man schon Beweise haben. Vielleicht habe ich die. Ja, du spinnst doch. Irene hat mir Briefe geschrieben. Ich bring dich um, wenn du den anrührst. Was steht denn da drin? Unter anderem, dass sie dich verlassen hat vor 2 Monaten. Sie dich. Und dass du gekocht hast vor Wut. Ja, dann ist sie zu Carla Assler gezogen. Oder hast du es nicht gewusst? Doch, ja. So? Na, mir haben sie gesagt, sie wüssten es nicht. Ja, sie müssen mir zugutehalten, dass ich völlig durcheinander bin. Schließlich soll ich jemanden umgebracht haben. Und hat man Angst, überhaupt etwas zu sagen. Steht da noch drin? Und dass all deine Karten sind? Karten spielt man anders. Man legt sie nach und nach auf den Tisch. Tut mir leid. Ich habe zu tun. Ich habe schon genügend Zeit verloren. Ich muss noch mal ins Büro. Sie sagten Karten,
blickt man nach und nach auf den Tisch. Das hört sich gut an. Was meinten Sie damit? Haben Sie gesehen, wie er darauf reagiert hat? Herr Bondeck, enthalten Sie mir wichtige Informationen vor? Informationen? Was für ein Wort für solche Vorgänge. Sag mal, wo ist denn Bondeck gelassen? Ich habe ihm gesagt, er soll endlich mal was essen. Er ist ganz schön angeschlagen, wie? Naja, es geht an die Substanz. Zwei Männer, die sich bis aufs Blut hassen. Und du stehst nicht zu sehr auf einer Seite. Ja, jeder hat seine Abneigung und Zuneigung. Dieser Bondeck, ja. Der hat eine, ich glaube, eine sehr starke Beziehung zu Irene Maurer gehabt. Hm. Sag mal, Harry, hast du mit Frau Assler gesprochen? Nein, nur mit einem Produktionsleiter. Ich habe gesagt, kann ich mal Frau Assler sprechen? Das hielt er für einen Witz. Wieso? Ja, er meinte, er könnte sie schon holen. Er müsste nur mit einem Jeep eine Stunde in die Berge fahren. Die Aufnahmen müssten unterbrochen werden. Das Ganze würde 6.000 Mark kosten. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, sie soll sich melden, wenn sie abgeschminkt ist. Ja? Entschuldigen Sie. Haben Sie schon gegessen? Ja, mein Essen stehen lassen. Kann ich die Fotos noch einmal sehen? Bitte. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, war da ein Jaguar drauf. Da hier, ist doch ein Jaguar. Und ist eine Lupe. Ist ein Jaguar hier. Das ist ein Jaguar. Wo ist das aufgenommen? Eine Seitenstraße vom Hofgarten. Kann man die Nummer lesen? Ja, das ist sehr undeutlich. Das ist ein M, O oder U, N, U, N, 44 44 0 44 22 44 22. Wenn das sein Wagen ist, dann... Was dann? Ja, dann ist er doch dran, dann. Ja, dann nützt ihm doch das ganze Lügen nichts mehr, dann. Dann kann er im Gefängnis verfaulen. Ja, bitte? Ach, Sie sind's. Hören Sie, Derek. Ich habe mit meinem Anwalt gesprochen. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Da ja, Herr Limbach, das verstehe ich ja sehr gut. Natürlich, ich muss Sie nur bitten, zu mir zu kommen. Und zwar sofort. Ich denke nicht daran. Ich habe zu tun. Sie können mit mir einen Zeitpunkt vereinbaren, der mir passt. Ich bin Geschäftsmann, der sich seine Zeit einteilen muss. Nun hören Sie einmal zu, Sie Geschäftsmann. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Wagen in der Nähe des Tatortes stand, während Sie den ganzen Abend zu Hause waren? Ja, ja, ich bin noch da. Und wer behauptet, dass ich? Auf ein Polizeifoto. Ja, ja, ich komme. Sie sagten, da war ein Empfang. Ja, könnte jetzt nicht sagen, dass er auf diesem Empfang war. Mehr noch. Er hätte tatsächlich da gewesen sein können. Nur, warum hätte er mir das verschwiegen? Dafür gibt es ja gar keinen Grund. Nein. Wenn er jetzt kommt, kann ich dann dabei sein? Nein, schauen Sie, gegenüber ist ein sehr schönes Café. Sie haben noch immer nichts gegessen. Sie sprachen von einem Polizeifoto?
Ja, Sie werden ja wohl kaum bestreiten, dass es sich da um Ihren Wagen handelt. Nicht? Kann ich gegen ein Foto an? Ja. Das ist mein Wagen. Ich habe ihn dort geparkt. Zur Mordzeit? Ja. Ich habe Sie schreien gehört. Ich habe den Schrei gehört. Wissen Sie, dass ich Sie am Schrei erkannt habe? Ich wusste sofort, da stirbt Irene. Sie bestreiten also, dass Sie sie umgebracht haben? Ja, das bestreite ich. Ich weiß, dass alles gegen mich spricht, aber ich habe sie nicht umgebracht. Wollen Sie sagen, es war Zufall, dass Ihr Wagen da geparkt war? Und 250 Meter weiter im Hofgarten wird Ihre Freundin umgebracht. Zufall? War es ganz sicher nicht. Nein. Ich hatte mich mit ihr verabredet. Wir hatten uns wochenlang nicht mehr gesehen. Sie sagte, ich möchte dich noch einmal sehen. Ich sagte, komm her. Sie wollte nicht. Sie sagte, ich komme nie mehr zu dir. Sie hat nicht gesagt, was sie von Ihnen wollte? Nein. Haben Sie nicht danach gefragt? Doch, aber sie hat es nicht gesagt. Sie sagte nur, morgen Abend um 10 im Hofgarten. Hofgarten, da ist es um diese Zeit nicht nur dunkel, das ist unübersichtlich, da verabredet man sich doch nicht. Das weiß ich ja. Das weiß ich doch alles. Aber sie wollte es so. Ich bin hingefahren, habe den Wagen in der Seitenstraße geparkt. Ich war schon im Hofgarten, kurz vorm Pavillon. Da habe ich den Schrei gehört. Ich war keine 30 Meter weit weg. Ja, müssen Sie einen Mörder gesehen haben, nicht? Nein, ich habe nichts gesehen. Den Mörder nicht. Niemanden. Sie habe ich gesehen. Wie sie am Boden lag. Und? Was haben Sie getan? Nichts. Später, als die Polizei kam, bin ich dann weg. Wieder zurück zum Wagen? Nein. In die Gaststätte, am Hofgarten. Sie müssen mir glauben. Ich war es nicht. Was für einen Grund soll ich denn gehabt haben? Sagen Sie mir das doch, was für einen Grund? Was für einen Grund denn? Schickt mir bitte zwei Beamte. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Sie vorläufig festnehmen. Schwein. Ich will nur, dass du bestraft wirst für den Mord, den du begangen hast. Ach ja, Herr Bondek. Kommen Sie bitte. Gratuliere. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit. Bitte? Also, er gibt zu, dass er am Tatort war. Aber den Mord habe er nicht begangen. Das gibt's doch nicht. Man, der muss doch jetzt zusammenbrechen. Er sagt, Irene habe sich mit ihm verabredet. Aber was sie von ihm gewollt habe, das wisse er nicht. Ich weiß, warum er sich noch so sicher fühlt. Weil er glaubt, es gibt kein Motiv, aber es gibt eins. Es gibt nämlich noch einen zweiten Brief von Irene. Ich weiß, ich hätte den schon früher geben sollen, aber es so persönlich. Mein Lieber, dies sollte ein glücklicher Brief werden. Ich wollte zu dir zurück.
Aber es ist alles anders gekommen. Es ist alles anders gekommen. Mir ist etwas Entsetzliches passiert. Ich bin nicht mehr der Mensch, den du gekannt hast. Und ich werde es nie wieder sein. Wenn du es jemals wissen willst, so frage einen gewissen Joe Schneider, der war dabei. Ja, was sehen Sie mich so an? Der Name steht auch im Notizbuch von Limbach. Ja, ich weiß, wo der wohnt. Ich habe mich sofort erkundigt, aber da kommt erst morgen zurück. Aha. Ja gut, dann vertagen wir uns auf morgen. Ja? Lasse Sie jetzt in ein Hotel bringen. Herr Schneider, Joe Schneider. Haben Sie da heute Morgen angerufen? Mein Büro. Kriminalpolizei. Mordkommission. Was habe ich damit zu tun? Es geht um den Mord an Irene Maurer. Sie kennen Irene Maurer? Ja, der Name ist mir bekannt. Auch der Name Limbach? Ja, auch der Name Limbach. Mhm. Woher? Hab mal über sein Büro eine Reise gebucht. Haben Sie ihn auch privat kennengelernt? Ja. Wollen Sie ihn erst mal vorstellen? Das da übrigens, das ist Herr Bondek. Bondek? Der Mann mit dem Segelboot? Ja, genau. Der Mann mit dem Segelboot. Wo können wir uns unterhalten? Ich möchte Sie nicht gerne hier auf dem Hof vernehmen. Vernehmen? Kommen Sie. Zunächst einmal, wer sind Sie und was machen Sie? Machtransporte für eine Filmgesellschaft. Nehmen Sie mal die Brille ab, ja? Fahrdekoration, Garderobe, Requisite. Alles, was auf dem Gebiet anfällt. Kennen Sie Carla Assler? Ja, die dreht gerade in dem Film, für den ich fahre. Sie wissen, dass Irene Maurer bei ihr gewohnt hat? Ja. Sie wissen auch, dass Irene Maurer ermordet wurde? Das habe ich gehört. Von wem haben Sie es gehört? Limbach hat es mir gesagt. Wann? Ich habe gestern Nacht angerufen. Ich habe es gar nicht gewusst. Ich war im Gebirge bei Außenaufnahmen. Sie werden in einem Brief erwähnt, den Irene Maurer an Herrn Bondek geschrieben hat. Ich bin da erwähnt? Was steht denn da drin? Nichts Schmeichelhaftes. Da steht drin, dass Sie und Limbach ihr etwas Entsetzliches angetan haben. Was soll das heißen? Was meinen die? Sie meint einen ganz bestimmten Tag bei Carla Assler. Ein Tag, der gegen 18 Uhr begann und erst in der Früh endete. Na Moment mal, von welchem Brief reden Sie denn jetzt? Es gibt noch einen dritten Brief. Du Dreckschwein! Du Miesel! Deck! Das hat doch keinen Sinn! Entschuldigung. Was für ein dritter Brief ist das? Ich habe ihn jetzt nicht bei mir, aber ich kann natürlich sagen, was drinsteht. Es ging um einen ganz bestimmten Tag, vor ungefähr 14 Tagen. Aber Sie waren doch dabei, Sie werden sich doch jetzt erinnern. Muss ich darauf antworten? Sie sollten es tun. Es ging alles von ihm aus, von Limbach. Ich sagte mir, ich lasse das Mädchen noch zufrieden. Die hat mit dir Schluss gemacht. Das muss man akzeptieren. Die kommt nie mehr zu dir zurück. Er sagte, aber sie soll an mich denken und zwar so, dass sie es niemals vergisst. Und dann? Limbach arrangierte über die Assler eine Party. Ein paar Typen. Leute, für die solche Partys nicht ungewöhnlich sind. Und du warst dabei? Ja, wenn ich je was bereut habe, dann das. Limbach hatte LSD besorgt. Er wollte, dass auch Irene LSD nehmen. Sie hatten sie mit Alkohol ganz schön präpariert. Und Limbach war dabei? Ja. Und plötzlich wusste ich nicht mehr, wo oben und unten war. Ich habe sowas noch nie erlebt. Sie hatte einfach zu viel erwischt. Sie war innerlich explodiert. Und dann? Wollen Sie mir das nicht ersparen? Sie fand nicht mehr zurück. Dann, wenn die Chemie ist, ein gesunder Mensch zu verwandeln in nur noch ein Stück Fleisch, wo an dem die Nerven zucken. Ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube nicht, dass das alles war. Also,
Wie ist die Geschichte weitergegangen? Tun Sie mir Gefallen, machen Sie den Mund auf. Am Tage, bevor Irene ermordet wurde, rief mich jemand an. Ein Rechtsanwalt. Dr. Richter. Vornamen weiß ich nicht. Er sagte, er werde Anzeige gegen mich und gegen Limbach erstatten. Waren Sie also gar nicht im Gebirge? Sie waren hier die ganze Zeit, ne? Ja. Eine Anzeige, sagen Sie? Im Namen und im Auftrag von Irene Maurer. Ich habe sofort bei Limbach angerufen. Er hat gesagt, keine Sorge, ich bringe das schon in Ordnung. Das waren seine Worte? Ich bringe das schon in Ordnung? Naja. Also nun, Moment mal. Dieser Rechtsanwalt, der Anruf kam vor 3 Tagen, nicht wahr? Hat der sich inzwischen gemeldet? Nein. Ist gut, Sie können gehen. Aber Sie müssen sich weiter zur Verfügung halten. Ist was? Was? Dieser Anwalt, dieser Rechtsanwalt, ich... Was soll mit dem sein? Ich meine, der müsste doch erfahren haben... Ja, natürlich, der müsste doch erfahren haben, dass seine Klientin ermordet worden ist. Und der müsste ja auch einen möglichen Zusammenhang vermuten mit dem... Ich meine, mit dem Fall, den er da... Dem da von Irene Maurer übertragen wurde. Sicher hast du recht. Rechtsanwalt Richter. Na gut. Stellen wir mal fest, wo der seine Kanzlei hat, der Mann ist ja nicht unwichtig. Und ich fahre jetzt zu Bondeck. Kommen Sie noch rein! Stellen Sie den Whisky auf den Tisch. Hier ist nicht der Kellner. Derek, weswegen kommen Sie? Ich möchte, dass Sie mir den Brief geben. Den 3. Brief Irenes. Warum wollen Sie den haben? Das ist ein Beweismittel. Ich brauche alle Briefe von ihr. Hören Sie, ich wollte mich doch von diesem Brief nicht trennen. Das müssen Sie auch gar nicht. Wir werden Kopien anfertigen. Die Originale bleiben in Ihrem Besitz. Sie brauchen doch die Briefe gar nicht. Wenigstens den 3. Tut mir leid, ich gebe diese Briefe nicht her. Das müssen Sie doch verstehen. Dann zeigen Sie ihn mir, diesen 3. Brief. Ich gebe den Brief nicht aus der Hand, was nicht notwendig ist. Mein Fall ist, was da drin steht, gibt's doch Zeugen. Bekomme ich nicht? Nicht einmal zu sehen? Ja, gut. Ziehen Sie sich an, wir fahren ins Präsidium. Und, was denkst du? Ich denke, dass es diesen Brief gar nicht gibt. Ja, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass er die Informationen, die dieser Brief enthalten soll, auf andere Weise bekommen hat. Ja, wie soll er sie denn bekommen? Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal, er hat 2 Briefe bekommen, beide Briefe waren echt. Und die haben ihn so besorgt gemacht, dass er mit Irene Maurer telefoniert hat. Und die zweite? Er war hier. Hat gar nicht telefoniert, er ist gleich losgefahren nach dem 2. Brief. Er hat all das von ihr selber erfahren, was er angeblich aus dem 3. Brief erfahren haben soll. Ja, es gibt Gründe anzunehmen, dass er nicht geflogen, sondern dass er mit dem Wagen gekommen ist. Ich werde gleich sagen, warum. Sie waren hier zusammen. Sie waren vielleicht einen Tag lang zusammen, einen langen, schrecklichen Tag lang. Und dann hat er zu ihr gesagt, komm mit. Komm mit nach Antibes, komm mit aufs Schiff. Aber irgendetwas muss das unmöglich gemacht haben. Du meinst, Bondeck ist der Mörder. Und er hat alles getan, denjenigen ins Gefängnis zu bringen, den er für den eigentlichen, den er für den moralischen Mörder hält, Limbach. Ja, bleibt nur noch dieser Anwalt, Dr. Richter. Da brauchen wir gar nicht mehr nachzufragen, den gibt's nicht. Bondeck hat Schneider angerufen, hat sich für den Rechtsanwalt ausgegeben. Ich nehme an, um Limbach in Panik zu versetzen.
Die Hafenmeisterin am Tieb. Haben Sie die Telefonnummer? Ja, sicher. Ist im Augenblick jemand an Bord Ihres Schiffes? Ein Bootsmann. Sie sagten, Sie hatten Chartergäste. Wollen Sie uns die Namen sagen? Oder noch besser, schreiben Sie die Namen auf hier. Auf diesen Block. Bitte setzen Sie sich. Das brauchen wir nicht. Kommen Sie. Ich stehe lieber. Wann erhielten Sie die beiden Briefe, die Sie mir gezeigt haben? Vor 5 Tagen. Ich kam gerade von einem längeren Segeltarn nach Antibes zurück. Ich habe dann gleich mit Irene telefoniert. Ihr Zustand war entsetzlich. Es war nachmittags, ich habe keinen Flug mehr bekommen. Einer meiner Chartergäste hat mir dann seinen Wagen geliehen und am nächsten Morgen kam ich dann in München an. Sie hatte diesen LSD-Trip nicht überstanden. Sie wurde immer wieder überwältigt von Psychosen, Ängsten. Immer wieder. War sie bei einem Arzt? Ja, der wollte sie gleich einliefern in eine psychiatrische Klinik. Das konnte ich doch nicht zulassen. Limbach hatte sie zerstört. Alles, was schön war an ihr. Sie wäre niemals fähig gewesen, in ein normales Leben zurückzukehren. Das können Sie nicht mit einer solchen Bestimmtheit behaupten. Oh doch. Sie haben sie ja nicht gesehen. Sie entschlossen sich für Irenes Tod und gleichzeitig wollten Sie Limbach für das, was er ihr und was er Ihnen angetan hat, bestrafen. Ja. Sie wollten ihn dahin bringen, wo er Ihrer Meinung nach hingehört. Lebenslänglich ins Gefängnis. Ich habe mich dazu entschlossen, nach vielen qualvollen Stunden, die ich niemandem wünsche. Ich sagte Irene, ruf ihn an. Sag ihm nicht, dass ich hier bin. Sag ihm, dass du ihn sprechen willst. Irene verabredete sich mit Limbach? Ja, im Hofgarten um 10 Uhr. Der Rechtsanwalt, Dr. Richter, das waren Sie. Ja, das war ich. Ich brauchte Schneider aus Zeugen. Für das Tatmotiv von Limbach. War doch glänzend überlegt, oder? Ich sah ihn kommen. Durch den Hofgarten. Zur gleichen Zeit, als die Leute aus der Residenz kamen. Ich stand mit Irene im Pavillon, im Dunkeln. Er konnte uns nicht sehen. Ich hielt sie im Arm. Ich sah sie an, zum letzten Mal. Das Gesicht, das ich so liebte. Das ein Augenblick, den niemand begreifen wird. Es war Wahnsinn. Und dann haben Sie sich wieder in Ihren geliehenen Wagen gesetzt. Ja, dann bin ich gleich zurückgefahren nach Antibes, um dann gerade noch rechtzeitig vom Hafenmeister zu erfahren, dass Irenes Vater angerufen hatte. Dann rief ich hier an und bin dann mit dem Flugzeug gekommen. Warum? Warum haben Sie ihr das Messer in den Rücken gestoßen? Warum haben Sie sie von hinten erstochen? Warum? Ich umarmte sie. Ich küsste sie. Dann hat sie das Messer gesehen und schrie. Schrie. Ich tötete sie, während ich sie umarmte.